Hallo liebes WWE-Universum und willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, mein Spieler, ja, ich glaube so heißt das Ganze, ja, meine Karriere, die eigene Karriere, ihr wisst schon, was ich meine. In der letzten Folge habe ich euch einige Sachen in der Infocard gefragt, da ist mir aber nicht aufgefallen, dass ich nicht gefragt habe, ob ich den Kommentator anlassen soll oder anmachen soll. Einfach mal rechts so mal wie abstimmen, ob ich den Kommentator, den Ring-Kommentator, was auch immer, der das Geschehen halt kommentiert, anlassen soll oder ob einfach ich das Ganze halt nur kommentieren soll oder ob ich den anlassen soll und das halt einfach leise pegel und meins dann drüber, dass der halt im Hintergrund trotzdem labert. Könnt ihr entscheiden, in der heutigen Folge habe ich ihn einfach mal auf 50 der Lautstärke angelassen, also ziemlich leise. Wir gucken mal, wie mir das so gefällt. Die anderen Abstimmungen kann ich gerade mal kurz gucken. Also die erste Abstimmung war, was soll ich euch zeigen? Ob ich alles reinschneiden soll oder alles gemischt plus cutten und oder nur die Matches. Da haben 60% dafür abgestimmt, dass ich einfach komplett alles reinschneide. 31% haben gesagt, einfach alles gemischt, aber halt cutten. Und dann haben 8%, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil damit kommen wir nicht auf 100%, aber egal, haben gesagt, nur Matches. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall alles gemischt machen, weil eben 31% gesagt haben mit Cutten und 60% ohne Cutten, werde ich wirklich eigentlich gar nicht cutten, bloß den Anfang und Ende und vielleicht dann irgendwelche Szenen, wo wirklich nur Ladebildschirm kommt. Das werde ich natürlich rauscutten, aber sonst werde ich wirklich alles drin lassen, also fast ein Uncut-Projekt könnte man sagen. So ein bisschen wie F1 oder so, fast uncut, nicht ganz uncut, weil ich, wie gesagt, ja manche Sachen dann doch rauscutte, aber nur, wie gesagt, Ladebildschirm oder wo echt gar nichts passiert. Dann habt ihr abgestimmt, die Videos sollen zwischen 20 und 30 Minuten lang gehen, 73% waren dafür, so rum. Ja, dann habt ihr auch abgestimmt, dass es nur Videos geben soll, also bei Livestream, da war mir schon ziemlich klar, dass die meisten das nicht so feiern. 22% haben gesagt, ja, Livestreams kann man schon machen und das dann halt cutten, dass es den Stream gab und man den live hätte gucken können, aber die nicht live geguckt haben, den gibt es dann in gecutteter Form und in Folgen quasi, aber 62 haben gesagt, nur Videos, deswegen machen wir auch nur Videos. Ganz, ganz viele haben gesagt, mit Facecam, deswegen hier, hi, I'm there, man, I'm there. 83% haben gesagt, ja, unbedingt und ja, das waren schon alle Abstimmungen. Dann würde ich sagen, schaut nochmal rechts um meinem i bei der letzten Folge vorbei und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch hier rein, weil ich habe jetzt schon ein bisschen lange rumgelabert, aber das musste ich euch natürlich jetzt einfach mal erzählen, die ganzen Ergebnisse euch mitteilen. Vielleicht habe ich es auch hier eingeblendet, da die Umfragen, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich gerade, wie gesagt, die Zahlen vorgelesen, falls sie ein bisschen abweichen bis zum Schnittdatum. Ich werde das Video erst in 2-3 Tagen schneiden, vielleicht sind da ein paar Prozent rauf oder runter gegangen. Ja, hab da Verständnis, aber meine Entscheidung ist, wie gesagt, schon gefällt. Und ja, deswegen starten wir jetzt rein. Ja, ich bin gespannt. Wir haben heute das Match gegen Braun Strowman im Steel Cage. Das wird absolut heftig und wir gehen zu irgendeiner Lady. Hey, I've seen some of your indie stuff online. Not bad. Dialogentscheidungen. Du hast deine erste Dialogentscheidung erreicht. Je nachdem, welche Wahl du triffst, ändert sich vielleicht der Verlauf der Unterhaltung oder was passiert. Also wähle weise. Okay. Also wir dürfen hier entweder, ne? Ja, danke. Freut mich. Auswählen, ja. Oh, you thought I was serious? I don't have time to watch nobodies like you. Especially nobodies who are gonna get destroyed by Braun Strowman. Ah, okay. Also ich merke schon, wie das Spiel abläuft. Ich muss meine Antworten ein bisschen ändern. Ich denke immer, das ist so ein tolles Spiel, so entspannt und ich kann da schön antworten. Und dann merke ich so, da kommen immer so richtig gepisste Antworten, so richtig so, ha, ich hab dich voll verarscht, Leute. Just make the most of your opportunity, win or lose. Matt Bloom brought you in here because he saw something in you. Just go out there and show him that again. Oh, and try to get some free swag. I'd like a Bootio's lunchbox if you're taking requests. What, like a replica title belt? Of course. Just trying to keep the mood light.
But if you do see a lunchbox lying around. Alter, du die Fresse. Das scheiß Lunchbox, Alter. Ja, auf jeden Fall muss ich meine Antworten hier, konnte ich jetzt nicht auswählen bei Baron Blade. Jedenfalls, wenn ich irgendwie Antwortmöglichkeiten habe, muss ich die ein bisschen anders formulieren. Weil ich merke, dass die Typen ein bisschen crazy sind, ja. Okay, Mike versus Braun Strowman. Ja, mein Typ ist ja eigentlich breit, aber Braun Strowman ist natürlich auch ein richtiges Monster. Aber wie gesagt, mein Typ ist eigentlich auch breit, also von daher, ja. Jedenfalls haben wir halt nicht die krassen Werte. Das Einzige ist, das Spiel ist ja gescriptet, also in echt auch. Und deswegen ist schon vorgegeben, was jetzt passieren soll. Also, ich bin gespannt, was passieren wird. So, da komme ich rein. Mein Entrance konnte ich noch nicht bearbeiten. Kann man das irgendwie bearbeiten? Ja, was ist denn das? Making his way to the ring from Munich, Germany, weighing in at 309 pounds, the beast, Mike. 309 pounds. Das sind ungefähr um die 160 Kilo. Ja, den Entrance habe ich nicht gewählt. Ich habe keine Mucke. Was richtig dumm ist, wenn ich reinkomme, wurde da gerade eingeblendet. The Beast, Mike und das E steht einfach unten drunter. What the fuck? Danke dafür, WWE. Okay, der Steel Cage ist schon da. Ach, wir hören keine Mucke, weil ich die ausgestellt habe. Das könnte sein. Wir hören keine Mucke, weil ich die nicht eingestellt habe. Okay, dann überspringen wir das. Weil ohne Mucke ist das langweilig. Ich habe die Mucke ausgestellt, weil die sonst im Menü die ganze Zeit rumdödelt. Aber die stelle ich dann natürlich ein. Also, ich muss es ihm zeigen, dass ich es ernst meine und gegen ihn den Käfig nicht verlassen. Okay. Aber was soll ich denn sonst machen? Soll ich verlieren oder soll ich versuchen zu gewinnen? Okay, ich bin fast tot. Ja. Genau. Genau. Ja. What the fuck? Der hat mir einfach nach 2 Sekunden seinen Finisher gedrückt. Das war doch sein Finisher, glaube ich, ne? Und ich konnte bei 1 und bei 2 nicht mal mich befreien. Alter. Ja, das, ja. Ja, aber das war so vorgesehen vom Spiel. In der letzten Folge haben mir auch ganz, ganz viele geschrieben, stell mal einen Schwierigkeitsgrad höher, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du, stell den nochmal höher. Das ist vorgesehen vom Spiel, wie ich hier kämpfen muss. You did a good job out there. Really? It feels like I got run over by a big bearded tank. Think it was enough for him to sign me? I don't know. But no matter what, you always have a home in the BCW. Thanks. Hey, I saw a lot of positive things from you tonight. Ja, in 2 Sekunden. Most importantly, you didn't seem intimidated by being on the bigger stage or by being locked in the cage with a monster. So with that being said, we'd like to offer you an NXT contract. Look that over and return it at tomorrow night's show. This is amazing. Thank you. I would shake your hand, but I think 3 of my fingers are dislocated. Don't worry about it. Rest up and we'll finalize everything tomorrow night. You did it. I'm shocked. Me too. Ich auch. I just can't believe it. I mean, against all odds. I know. I'll definitely be sad to see you go. You've become one of my top guys. You'll be fine though, right? I mean, you got Cole and the rest of the crew, yeah? Sorry, what am I doing? This is your time to celebrate, not to worry about me and BCW. You enjoy the moment. I'm gonna go talk to Triple H about when you might start, so maybe I can get you on one more BCW show. We'll do a big farewell match. It'll be great. Sounds good. I'll see you back at the hotel. Congrats. I'm proud of you. Thanks, Baron. Couldn't have done it without you.
Ja, das wollte ich noch sagen. Also mega geil, dass wir einen NXT-Vertrag jetzt bekommen haben. Hätte ich nicht gedacht, weil das Match war irgendwie komisch. Aber das ist halt so gescriptet. Also ich musste in der letzten Folge so krass gewinnen. Das ging nicht anders. Das war so vorgesehen. Also der Gegner, der Schwierigkeitsgrad passt zu mir, weil ich bin nicht gut. Ich spiele auf leicht und ich bin nicht gut. Also in Matches gegen den Computer, da passt das auf jeden Fall. Also ich habe auch mit Kumpels gegen Computer gespielt oder so, oder mit meinem Vater. Da passt das auf jeden Fall, diese Schwierigkeit. What the fuck? Was tonight just a one-time thing? Or are you signing with WWE? Well, actually, I was literally just offered an NXT contract and I can't wait to get started. You should just skip NXT and go straight to the main roster. Actually, you know what? Hey, Triple H, you say listen to your audience? Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster, which actually, I think I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Hey, stop! Damn. What was that all about? What the fuck? Konnte hier jetzt gar nichts machen. Auf jeden Fall, der Schwierigkeitsgrad passt zu mir und das war. Warum gibt es eigentlich nach jeden 10 Sekunden so einen langen Ladescreen, Alter? Und das war einfach von dem Spiel vorgesehen, dass ich so krass gewinne in der letzten Folge. Ja, der nächste Tag. I proved it tonight by going toe to toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but. Less than 24 hours after we offer you the opportunity of a lifetime, you get into a fight with a fan outside a WWE event, and there's video. I'd really love to hear this explanation. Die Antworten hier, die sind, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Keine Ahnung. Oder antwortet er selber? Okay. Der Fan hat mich zuerst angegriffen. Entschuldigen. Was soll ich machen? I am so sorry. I never intended for this to happen, and I can promise you it will never, never happen again. I didn't ask for an apology. I asked for an explanation. You need to understand, this isn't some rinky-dink independent promotion running shows at the Elks Lodge. This is a global company. We can't have our WWE superstars getting into fights with fans. It's unprofessional, and it will not be tolerated. On top of that, you were caught on camera bashing NXT, saying you were going straight to the main roster. Who in the hell do you think you are? Look, I was just having fun with the fans, okay? I was just about to say that I would be happy to go to NXT, and then I was attacked. Oh, I bet. This is what I get for trying to do business with one of your guys, Baron. Come on, Hunter. Can't you just fine him or something? No, they can't fine him. If he's not on the active roster, I'm rescinding the contract offer. Leave or I will have security escort you out. Don't ever bring me one of his guys again. Understood. This is on you too. Remember what I said about making me regret my decision? Congratulations, you did it in record time. So, was cool ist, ne? Hey, this wasn't your fault. I'm sure we'll figure something out. Now, come on, grab your stuff. We gotta go. Schade, ich dachte, er schreit nochmal. Ach Mann, Alter, was passiert hier? Eigentlich kann ich die Cutscene, diese Ladebildschirme auch drin lassen, weil ich dann immer noch kurz was erzählen will zu diesen Szenen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich die andere Antwortmöglichkeit gewählt hätte, ob ich dann den Vertrag noch behalten hätte. Aber es war ja wirklich nicht meine Schuld. Ich konnte ja jetzt nichts machen. Also mein Typ war zwar behindert, aber ich konnte nichts machen. Das ist doch kacke. Just a minute. NXT-Vertrag. Da und weg. Wakey, wakey, Jake the Snakey. It is too early for that to be funny. Sorry, I couldn't wait to tell you the good news. Triple H called and wants to offer me a contract again? No. Better. What could be better than that?
Well, after news of your NXT contract being pulled hit the internet, your fan fight video went viral. It's over 2 million views now. Sorry, make that 2.2 million. So a whole lot of people have watched me throw my career away. Why is that a good thing? Because controversy creates cash. My phone's been blowing up. Everyone wants to book you now. You're the hottest thing on the indie scene. And based upon the principle of supply, there's only one of you. And demand, like I said, is high. Your rate is skyrocketing. Okay, this could be good. It could be very good. We could turn chicken crap into chicken salad, if you know what I'm saying. I don't think I get it. You're gonna stick it to Triple H and WWE by making your own success in the indies. You'll be way bigger than you ever would have been in NXT or WWE, and we'll do it together. So what do you say? Are you in? I mean, what other choice do I have? I'm in. All right! Now, go brush your teeth. Your breath is terrible. Ja, 2,2 Millionen Views hätte ich auch gerne, Leute, also empfehlt dieses Video gerne weiter an eure Freunde oder wen auch immer. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg, Leute, ihr müsst einfach irgendwie euch im Internet bloßstellen, peinlich sein, auch wenn es nur witzig gemeint ist und gar nicht ernst ist, und dann zack habt ihr 2,2 Millionen und seid ein Superstar in der chinesischen WWE oder was auch immer. Ich habe es auch gar nicht richtig verstanden, was wir jetzt gerade machen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwo anders, ein krasser Star. Und kämpfen jetzt anscheinend da. Bis Triple H dann sagt, hey, den Typen will ich irgendwie doch haben. Weil der ist cool und der ist berühmt wegen seinem Ding in the Internet. Und lass den mal holen. Alter. Unserem krassen Van. Somebody want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside. Therefore, doubling our capacity. All right, good work. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Yeah? For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Isn't it great? Yeah, it's great. Question, who is Buzz? Oh, that's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry, you'll get used to it. Buzz. It's all turning into chicken salad, my friend. Genau. Yeah, speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. He's around here somewhere. And, oh, by the way, your match with him tonight is now Falls Count Anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space out here. Fun, yeah. You really have an odd definition of the word fun. Nope, da hätte ich irgendwie auch keinen Bock drauf, auf so ein False Count Anywhere. Ja, egal. Das machen wir. Ach du Scheiße, der Call. Alter, der sieht so behindert aus. So, das Symbol oben links. Broadcast, willkommen. Okay, heißt, wir haben irgendwas bekommen. Hier, können wir das Handy rausholen? Nachrichten? Nee. Podcast, hier. From inside the ring to behind the scenes, you're about to be up to no good. Ja, 2 Minuten. His voice was the soundtrack for the biggest matches in sport. Ja, komm, das höre ich mir jetzt nicht an. Also das könnt ihr gerne reinschreiben, ob wir uns das anhören sollen, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
That's exactly why you two should face each other. The fans are dying to see what happens next. In fact, I just heard so many people were trying. Yeah, it was only temporary. And remember, it's falls count anywhere tonight. So feel free to take the fight wherever you need to. Just as long as you don't damage the principal's car. She'll never let me do this out here again. Komm, das machen Deal? Wir. Abgemacht. Ich lese die Sachen jetzt von mir am besten vor, das wäre auch so eine Idee. Aber wir gehen zum Auto von der und der There he is. The man who drowned in his own rising tide. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away. Look, I am not apologizing for anything, okay? All I want to say is that we don't need to have each other's backs, but with what Baron is planning to do, the least we could do is have each other's respect, all right? So, are we good? Oh, yeah. We're so good? I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ and decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Cole because I have an energy so intense, nothing can escape it. Is that too bad? What? Oh, you don't like it? Why? Not a fan of masks these days? You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask, and next time I see you, you have a mask. Not to mention, you also had all the motivation in the world to do it. Hmm. You're right. It was me. So what are you gonna do about it? You better tell me the truth right now. It wasn't me! I had a match that night 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. That's so stick scheiße. But I could have hired somebody to do it. What? There was a joke! Man, relax! You're real funny. Real funny. We'll see who's laughing after our match tonight. Was ein Spaß. Alter. Okay, was ist, wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe? The audience will be showing up soon. Get back to the cafeteria kitchen. Wow. Okay, dann kämpfen wir. Let's go. Das ist immer noch Kapitel 2, oder? Lol. Wie viele Kapitel gibt's denn? Wenn wir jetzt ungefähr für jedes Kapitel eine halbe Stunde brauchen und es ungefähr 100 Kapitel gibt, sind das 100 Folgen. Nice. Okay, dann geht's los. Hier in der BCW. Und ich komme wieder mit meinem krassen Move da, Alter, was auch immer das sein soll. Oh, Junge. Okay, ich überspringe das, da habe ich auch keinen Bock drauf. Kommt der andere jetzt mit seinem neuen, mit seiner neuen Identität. Alter. Krasser Typ. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Fans hier am Start, die haben Bock. Und mal gucken, ob das jetzt gegen diesen Cole Quinn genauso einfach wird wie letztes Mal. So, bring Coles Gesundheit in den gelben Bereich und triff ihn dann mit einem Schlag an der Eingangsrampe. Okay. Was ist bitte die Eingangsrampe? This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason. Oh, er kontert. Oh, was ist das denn? Bartz, Junge. Das war cool. Oh, aber er kontert dieses Mal. Was ist denn mit dir los heute? Er kontert schon wieder. Was ist das denn für einer? Bartz. Arzt, okay, er ist im gelben Bereich, ne? Okay, Leute. Erstmal ein Schiri umschmeißen. Da gab es wahrscheinlich einen kleinen Cut. Ich habe gerade ewig gesucht, was die mit der Eingangsrampe meinen. Und ich habe jetzt einfach nachgeguckt. Und das hier ist die Eingangsrampe scheinbar. Weil ich habe ihn da hinten, ganz hinten geschlagen. Lol, auf mein Van.
auf meinen Van. Oh, scheiße. Okay, was jetzt? Bring Cole zur südlichen Absperrung. Und triff ihn mit einem Schlag. Also machen wir mal hier unten. Hier ist für mich die südliche Absperrung. Wahrscheinlich ist es wieder nicht. Vorhin war es nämlich auch nicht das Richtige, was ich eigentlich dachte, dass es das Richtige ist. Jetzt, ich habe ihn reingebracht. Ich muss die Kamera jetzt auch noch neu starten. Also ich habe sie gerade neu gestartet. Voll der Abfuck. Das ist doch südlich, Mann. Und das ist eine Absperrung. Ey, ohne Spaß, dieses Scheißspiel. Ne? Hier. Ah, jetzt gab's LOL. Bats, Junge. LOL. Das war doch die, die gesagt hat, ey, ich sehe jede Show. Die war aus der ersten Folge. So, Spieler muss über Pinfall oder Submission gewinnen. Okay, das sollte machbar sein, denn wir haben ja auch einen Finisher. Aber eigentlich... dafür, dass er mich gegen meinen Van gekickt hat, hätte ich ihn gern auch an einem anderen Auto irgendwie gekickt. Aber bevor der jetzt hier gewinnt, weil er mich irgendwie fertig macht, bevor das passiert, gebe ich ihm lieber den Finisher. Kann ich da durch? Kann ich ihn da durchhauen? Nee, kann ich nicht. Ach, das ist doch schade. Das ist doch schade und scheiße und alles. Mann! Mann! Okay, dann geht's wieder in den Ring. Da war ich dich jetzt fertig. Okay, ich hatte nicht genug Ausdauer für den Finisher. Er hat einen fucking Comeback-Move. Ach, geh doch nach Hause. Just a reminder, this match is false count anywhere. In the general parking lot area. Okay, komm. Jetzt machen wir ihn fertig, sonst dauert das hier zu lang. Die Folge ist, glaube ich, auch schon an die 30 Minuten. Nicht ganz, aber fast. Und, wenn es da danach noch eine Szene gibt mit Triple H oder was auch immer. Fuck. Er hat einfach mein Signature gekontert. Ach du Stück Scheiße. Jetzt habe ich seinen gekontert. Lol. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Dann müssen wir ihn kurz auf den Boden hauen. Jetzt hätten wir genug Ausdauer. Also komm. Batz, Junge! Haben wir auch genug Ausdauer für den Finisher? Ja, haben wir. Finisher is coming, but keine Ahnung, wie dieser Finisher heißt, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Komm, das muss es gewesen sein, bitte. Nein. Okay. Und er kontert. Scheiße, ich muss seinen scheiß Signature kontern. Sonst dauert dieses Match noch eine Ewigkeit. Jawohl. Ach, fuck. Ach, fick doch, Alter. Bats, Junge, was für ein krasser Typ wir einfach sind. Hey, kann ich nicht... Ich hab doch dieses Payback. Ich hab doch den Payback-Finisher. Der ist doch auch rot, also heißt, ich könnte den... theoretisch anwenden. Aber er macht's nicht. Er macht den doch mit L1 und mit R1. Oder brauche ich dafür auch irgendwie mehr Ausdauer oder irgendwas? Verstehe ich nicht. Aber wir haben so krasse Power, ey, ohne Spaß. Wie ich den hier manchmal durch den Ringbox heb und schmeiß. Das ist krass. Und jetzt eine Powerbomb in die Ecke. Komm, Signature.
But pin ihn. Mach es. Bitte. Eins. Zwei. Und er wehrt ab. Kick out von Cole Quinn. Komm, Finisher. But jetzt aber, das muss es doch gewesen sein. Eins, zwei, drei. Yes. Das hat ja lang gedauert, ohne Spaß. Was war das jetzt? ich muss auf jeden Fall die Musik zur nächsten Folge anstellen. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, Entrance, wie gesagt, müsst ihr mir sagen, ob ich den bearbeiten kann, aber ich glaube nicht. Wir überspringen und gucken, ob hier noch eine Szene kommt. Wenn nicht, war es das von der Folge, aber ich glaube, da kommt noch was. Ich denke einfach mal. Jetzt kommt erst wieder so eine geile Ladescreen-Animation, Bildschirm. Na? That was amazing! The live crowd loved it. You managed to avoid wrecking the principal's car, and the pay-per-view buys were off the charts. You two will be getting nice bonus checks in the mail for that. I'll hand deliver yours, since the last time I checked, you can't send mail to vans. That was quite the battle. It was. Sorry about your windshield. It's okay. Baron said he'd pay for it. Hey, you're a lot tougher than I thought you were. You proved that tonight. And I didn't really get it before, but now I'm starting to understand why they're calling you Buzz. It's pretty much just Baron calling me that. It's gonna catch on. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great, guys, but don't get too friendly because you'll be facing each other again soon in an even bigger rematch. I just need time to build something. Baron, since when have you built anything ever? Well, I'm not actually building it myself, but I am designing it. In the meantime, I have some great opportunities for both of you to build off the success of tonight's show. Cole, an up-and-coming promotion in Japan wants you to go wrestle for them. Ho, ho, ho! Even Japan can't escape the energy of Black Hole Cole. Right. Actually, they explicitly said to not do that character. They just want Cole Quinn. And Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago! Es increíble! What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening for us in BCW. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah. Genau. What the fuck? Okay, wir sind keine Freunde, aber so ein bisschen Freunde geworden mit dem anderen Typen. Also es ist so, na, wir haben jetzt Respekt voreinander, das hat er gesagt. We are good. Ja, nichts irgendwie so, ne? Windschutzscheibe ansehen und Baron Blade. Okay, es ist anscheinend noch nicht zu Ende. Ich kann auch nicht abbrechen, weil ich nicht abspeichern kann. Komm, ich überspringe das. Ja, ja, bla bla bla. Ich weiß, dass ich zu diesem einen Typen gehe. Windschutzscheibe ansehen. Das ist mies. Is that a chunk of my skin? Gross. What the fuck? Jumpscare oder was passiert jetzt? Scheibe reparieren, ich lass die doch nicht kaputt. Meine Van ist absolut scheiße, aber. Okay, nach Mexiko, what the fuck? Okay, aber das ist egal, wir verlassen die Karriere jetzt. Das war's. Ja, auf jeden Fall. Videolänge ein bisschen länger jetzt heute geworden, glaube ich. Danke fürs Zuschauen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet unbedingt bei der nächsten Folge mit rein. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao!